Der EHC Red Bull München hat schon jetzt Grund zu feiern, auch wenn es nur was Kleines ist. Der Wiesnbesuch ist nach dem gelungenen Saisonstart jedenfalls verdient. Zum Auftakt in die deutsche Eishockeyliga mussten die Münchner gleich zweimal auswärts ran. Erst gegen die Iserlohn Roosters, dann bei den Löwen Frankfurt. Beide Spiele haben sie souverän gewonnen. Ich meine, ja, jetzt können wir lachen. 3 Punkte, ist natürlich super, aber ganz wildes Spiel und ja, gibt es auf jeden Fall einiges zum Überarbeiten. Nach so einem erfolgreichen Wochenende gibt es erstmal einen freien Tag, bevor die Vorbereitung auf das nächste Spiel startet. Man merkt sofort an der Stimmung, heute in der Früh im Training. Alle kommen mit einem riesen Grinsen im Gesicht ins Stadion. So soll es sein und jetzt heute ein schöner Tag mit der Mannschaft. Teambuilding, wie man so schön sagt, da kann man zusammenwachsen. Wir haben jetzt ein Wochenende hart gackert für die 6 Punkte und haben uns so heute, glaube ich, den Tag verdient und können ein bisschen Spaß haben. Und dabei werden natürlich auch die ganzen neuen Spieler in die bayerischen Traditionen eingeführt. Ein bisschen Kultur schaut den Kanadiern und Amerikaner sowieso nicht. Die nehme ich da schon mit. Ja, klar, die haben ja immer schon was gehört. Ich meine, vom Oktoberfest hat jeder schon was gehört. Aber dann auch wirklich die bayerische, die traditionelle Seite wollen wir einen anzeigen. Ich habe heute schon einiges an Spott von manchen Neuen ernten müssen für meine Wadelwärmer, weil wir dieses Jahr mit Langstrümpfen ausgestattet wurden. Aber ich gesagt habe, das bringe ich nicht übers Herz mit meiner Tradition. Da, wo ich herkomme, da werden Wadelwärmer getragen. Und da habe ich schon auch das eine oder andere mir von den Kanadern anhören können. Jetzt heute erstmal hier zu sein mit der Mannschaft, das ist eins der coolsten Events, wo auch Familien und ja, die Partner dabei sein können. Das ist dann ziemlich aufgelöst und finde ich eigentlich auch ziemlich wichtig. Am Freitag dürfen die Münchner dann endlich zu Hause im SAP-Garten spielen. Gegen die Buffalo Sabres geht es zwar nur um ein Testspiel, aber den Schwung vom Wochenende wollen sie mitnehmen. Am Sonntag wartet dann das nächste Ligaspiel, das bayerische Derby gegen die Straubing Tigers. Jetzt soll eine richtige Siegesserie her.